Hallo alle, Krampfadern sind ein Problem, dem sich niemand stellen möchte. Aber je älter Sie werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Krampfadern entwickeln. In den meisten Fällen ist ein chirurgischer Eingriff erforderlich. Um Krampfadern zu entfernen, Sie können Krampfadern aber auch auf natürliche Weise zu Hause verhindern und entfernen. Heute werden wir diese einfache Getränk mit Ihnen teilen. Es hilft, die Durchblutung zu steigern und Ihre Venen gesund zu halten. Wenn Sie vor dem Start des Rezeptmixer-Rezeptor wie dieses Video erhalten möchten, um sich um Ihre Gesundheit und Ihr Verfahren zu kümmern, abonnieren Sie den Kanal, indem Sie den roten Knopf und dann die Glocke drücken. So erhalten Sie jeden Tag unseren Rat. So machen Sie diese Getränke gegen Krampfadern. Zunächst bereiten wir Ingwer zu. Er sollte Ingwerwürze mit fester, fadenfreier Haut wählen, die dünn genug ist, um mit dem Fingernagel abzukratzen. Rotzbürste, dicke Haut ist ein Zeichen dafür, dass der Ingwer alt und ausgetrocknet sein kann. Dann schneiden wir einen Ingwer mit der Rotze eine Daumenspitze und schneiden ihn dann in Scheiben. Ingwer ist ein großartiges Lebensmittel zur Behandlung von Krampfadern. Es hilft, die Durchblutung zu steigern und ihre Venen gesund zu halten. Ingwer löst auch Protein namens Fibrin auf. Der häufige Verzehr von Ingwer kann erheblich zur schnellen Wiederherstellung ihrer Venen beitragen. Jetzt bereiten wir eine Mixer vor und führen Ingwer hinzu. Am nächsten bereiten wir eine Apfel vor. Sie können einen roten oder grünen Apfel verwenden. Dann die Apfel in kleine Stücke schneiden. Wir verwenden eine Bio-Apfel und zählen den Apfel nicht, da die Haut den großen Teil der Ballaststoffe und Vitamine enthält. Als ungesäte Apfel hat fast die doppelte Faser. Ballaststoffe verbessern die Herzgesundheit und unterstützen die Verdauungsfunktionen. Sie verhindern Blähungen und erhöhten Druck auf Bauch und Beine. Wenn wir nicht genügend Ballaststoffe in unserer Ernährung haben, kann Verstopfung auftreten und die Beinversuch einen Stoß zu passieren. Verursachte Belastungen kann Druck in den Venen des unterdrückten Rektums erzeugen, was möglicherweise zur Bindung von Harmonoiden und Krampfadern führen kann. Nach dem Schneiden gießen wir den Apfel in den Mixer. Am nächsten verwenden wir Limette. Verwenden Sie Zitrone, wenn Sie keine Limette haben. Wir brauchen eine Limette und drücken Sie den Saft in den Mixer. Limettensaft ist reich an Vitamin C, das bei Krampfadern sehr nützlich ist, da es die Durchblutung fördert. Vitamin C spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Venen unserer Venen, fördert die Heilung und schützt die Membranen vor schädlichen freien Radikalen. Zum Schluss bereiten wir Sellerie zu. Sellerie ist ein ausgezeichnetes Quelle von Vitamin K, das für die Blutgerinnung und eine gesunde Durchblutung unerlässlich ist. Für dieses Rezept benötigen wir 3 bis 4 Stangen Sellerie. Nachdem Sie die Sellerie-Stangen von Bund aufgebrochen haben, sollten Sie sie unter kaltes Wasser laufen lassen und den Stiel mit den Fingern reiben. Achten Sie besonders auf den Boden des Stiels, wo sich der Schmutz angesammelt hat. Nach dem Spülen schneiden wir die Stiele in kleine Stücke in den Mixer.
Wenn die Blätter noch am Stiel haften, werfen Sie sie nicht weg. Doch enthält Sellerie am meisten Calcium, Calcium, Vitamin C, alle eignen sich zur Behandlung von Krampfadern. Führen Sie vor dem Mixen ein oder zwei Tassen Wasser hinzu, diese erleichtert den Mischprozess. Lassen Sie den Mixer laufen, um alle Zutaten zu mixen. Schalten Sie den Mixer aus, wenn Sie eine homogene Mixung erhalten. Sie können den Saft für den Verzehr abseihen, um jedoch alle Nährstoffe und Ballaststoffe dieses Getränks zu erhalten, empfehlen wir, ihn ohne Fütterung zu verzehren. Haben Sie Fragen zu diesem Mittel, die wir sofort beantworten sollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.